Hallo meine Lieben, und zwar habe ich für euch ein Aufgebraucht-Video für ja, Januar. Und zwar wollte ich euch dann gerade mal zeigen, ich habe eine ganze Tüte voll, eine ganze Action-Tüte voll. Und zwar haben wir einmal aufgebraucht von Domol WC Duftsteine, Vierfach-Power, Plauschspüler, Blütenfrische. Da waren zwei Stück drin gewesen, die sind vom Rossmann. Die haben wir gerade aktuell noch im WC drin. In der Toilette sind sehr gut und machen auch ein schönes blaues Wasser. Dann haben wir heute aufgebraucht, vielmehr unsere Hasen von Winston Naga-Sticks mit Äpfeln und Walnüssen ohne Zuckerzusatz mit Mineralstoffen und lebenswichtigen Vitaminen. Die zeige ich euch ja lauter, ne? Meine Hasen mögen die und dann bekommen sie die auch. Dann habe ich hier von Winston, haben wir auch heute leer gemacht, dieses Meerschweinchen- und Zwergkaninchenfutter mit den lebenswichtigen Vitaminen C und Früchten ohne Zuckerzusatz, ohne Zusatz von künstlichen Farbstoffen. Da sind 1000 Gramm drin, ging auch heute leer. Dann ging heute leer ganz normal das Kaninchenstroh. Wir haben die nämlich heute sauber gemacht. Wir machen die zweimal in der Woche sauber, weil, wie gesagt, die Hasen brauchen ja ihren, ja, Kot und so wegen den Bakterien. Weil ich habe mich da beim Tierarzt mal schlau gemacht und deswegen machen wir sie zweimal in der Woche sauber. Wenn denn ihr, wie gesagt, Gehege etwas schlimmer aussieht, dann natürlich auch dreimal die Woche, ne? So. Dann ging hier einmal leer die Duftkerzen von meiner lieben Schwiegermutter. Falls du mein Video siehst, Grüße gehen an dich. Und zwar hat sie mir hier von Party Light die ja, Kerzen für Weihnachten hat sie uns geschenkt, also geschickt. Und da waren ja verschiedene Duftkerzen drin. Und ich liebe die Duftkerzen von Party Light. Und es gibt keine besseren Duftkerzen als Party Light. Die sind zwar teuer, aber gut, ne? So, dann ging hier einmal leer diese Wickelunterlagen für meine Hundis. Das wisst ihr ja, habe ich euch ja gesagt, wie. Für was wir die also benutzen. Dann haben wir hier einmal von Sacrotan sanft zur Haut, stark gegen Bakterien, No Touch Nachfüller Flüssig Handseife, extra plus Care mit Feuchtigkeit spendendem Inhaltsstoffen. Das war Lotusblüte und Kamillenöl Hydra Care. Das ging heute leer. Da waren 250 ml drin, genau. Ging heute leer. Ich habe schon in der Küche ein neues drin mit Waldfrucht, also fruchtigen Beeren. Riecht sehr gut. Ich muss mir noch ein No-Touch-Gerät kaufen für unser Badezimmer, weil ich finde die besser, wenn man einfach die Hand so drunter hält und die Seife kommt raus und man muss nicht ständig hier oben so pumpen. Und ja, ging heute leer. Dann haben wir einmal leer gemacht von Alta Pharma, vom Rossmann, heiße Zitrone, Limette. Da waren 20 Sticks drin, kann man heiß und kalt trinken, mit Vitamin C und Zink zur Unterstützung des Immunsystems und zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress. Sehr gut, die benutzen wir immer. Kaufe ich auch wieder nach. Dann ging hier einmal leer von Softlan, weich und langanhaltende Frische, windfrisch. 1 Liter war da drin. Zeige ich euch auch ständig. Ich liebe diesen Duft. Dann ging einmal leer von Denk mit von DM. Hygienespüler, Wäsche, Desinfektion. Beseitigt 99,9% der Bakterien, Pilze, spezielle Viren. Für 18 Anwendungen, wie gesagt, da waren 1,5 Liter drin. Zeige ich euch auch lauter. Wie gesagt, die mit der blauen Kappe ist mit frischem Duft und die mit dieser grün-türkisen Kappe ist neutral. Gell? Zeige ich euch ja auch lauter. Dann ging einmal leer von DM, von Ebelin 140 Wattepads. Das waren die, ja, das waren die kleinen gewesen. Meine Elsa spielt an ihrem Knabberstängchen.
Genau, die gingen leer. Die kleinen Magenschnitt, die kaufe ich auch nicht mehr nach. Ich benutze nur noch die etwas größeren. Tut mir leid, wenn ihr vielleicht meine Waschmaschine hört. Ja, ich habe noch eine Waschmaschine an. Wir haben jetzt 10:55, wo ich das Video drehe. Abends, genau. Dann ging einmal leer. Kuschelweich Sommerwind. Bis zu 8 Wochen Frische. Da steht neu dran. Mit frische Perlen. Ja, 31 Wäschen soll man rauskriegen. Da zeige ich euch auch lauter. Da waren 1 Liter drin. Das liebe ich auch, diese Kuschelweich. Dann ging von Balea. Erfrischende Reinigungstücher 3 in 1 leer, normale und Mischhaut mit Hydrokomplex, 10% Aloe Vera. Das sind hier, da waren 25 Reinigungstücher drin und ist vegan. Das sind ja meine allerliebsten, habe ich euch ja schon gesagt. Die dürfen bei mir nie leer gehen und die habe ich im Backup. Dann hat mein Mann 2-mal sein Duschgel aufgebraucht, er liebt es. Ja, dann habe ich hier eine Maske vom Action ausprobiert. Was machst du? Ah, Alice, das war mein Hund. Vom Action Sheet Mask. Ja, das da steht Stress. Ja, genau. Auf jeden Fall war das diese Maske gewesen. War eine ganz unten sieht es auch. Eine ganz normale, neutrale Tuchmaske, Fließmaske. War gut gewesen, hat auch sehr viel Feuchtigkeit gespendet. Kaufe ich mir nochmal. Dann, wie gesagt, noch einmal Unterlagen. Dann noch einmal Kaninchenfutter. Dann ging einmal leer von Isana. Diese Nagellack Inferna Pads XXL, acetonfrei, feuchtigkeitsspendend. Die waren mit so einem frischen Duft gewesen. Da waren 30 Stück drin. Aber ich glaube, diese Ausführung hier gibt es bei Rossmann nicht mehr. Muss ich mir andere kaufen. Dann habe ich einmal von Ayuti die iPad Mask gemacht. Mit Veggie Mixture, Gurkenextrakt, Hyaluron und Tigergras. Das sind diese grünen, die neuen. Die habe ich ja auch immer. Dann ging einmal vom Rossmann XXL Toilettenpapier leer. Dann einmal von Domol Weichspüler Frühlingsfrische. Da soll man auch 35 Wäschen rauskriegen. Steht auch neu dran. 100% recyceltem Plastik. Extra langanhaltendes Dufterlebnis Anti-Peeling-Effekt soll da mit drin sein. 1 Liter. Da zeige ich euch ja auch ständig. Das, wir lieben diese Sachen, ja. Dann habe ich hier von Domol Hygienespüler Universal Wäschedesinfektion. Ja, da waren 1,5 Liter drin. Das ist vom Rossmann, genau. Der mit der blauen Kappe ist auch mit frischem Duft und der mit der rosanen Kappe bei Rossmann ist neutral. Hier steht auch drauf, wie gesagt, Universal. Aber der hier ist mit frischem Duft und der mit der rosanen Kappe, der hat keinen Duft. Aber ich hole den immer mit Duft, ne? Wenn ich den halt bekomme. Dann hat mein Mann einmal von Axe dieses Dark Temptation leer gemacht. Das war ein Duschgel, da waren 250 ml drin. Das war es gewesen, was ich ihm zu Weihnachten geschenkt habe. Das gefällt ihm sehr gut, das riecht nach Schokolade. Dann hat er einmal leer gemacht von Balea Man Aktiv Carbon Duschgel 3 in 1 Körpergesicht und Haar mit Aktivkohle. Ist vegan, 300 ml. Hat ihm auch gefallen, kaufen wir immer nach. Kostet, glaube ich, nur 50 Cent oder so. Dann hat mein Mann einmal von Balea Man Sensitiv Rasiergel leer gemacht. Beruhigt und schützt, 200 ml für empfindliche Haut mit Aloe Vera. Und ist vegan. Hat ihm gut gefallen, hat auch einen guten frischen Duft. Kaufen wir wieder nach. Dann noch einmal Unterlagen. Ja, dann haben wir, wie gesagt, nochmal denselben Weichspüler.
Dann haben wir hier diese Naga-Sticks mit Löwenzahn und Pastinaken. Da sind ja jeweils immer zwei Stück drin. Insgesamt 112 Gramm. Dann ging einmal Heu leer. Und dann habe ich für meine Hasen ausprobiert. Das habe ich vom Fressnapf von Multifit. Das war speziell Zwergkaninchenfutter, aber nur mit Karotten. Genau. Zahnpflege war, hat also bedeutet für Zahnpflege, 800 Gramm waren da drin mit Gemüse. Ja, das war halt so vegetarisches Futter. Meine Hasen haben es geliebt. Und ich werde es denen auch wieder nachkaufen, weil die mögen das. So, dann zeige ich euch hier nur die Umverpackung von Isana waschbare Abschminkpads, wiederverwendbar. 100% Baumwolle, 6 Stück sind da drin. Waschbar bis 60 Grad zur Verwendung mit Make-up-Entferner, Lotion oder nur mit Wasser. Genau. Und zwar haben die, ich meine, 4,99 oder 6,99 gekostet, weiß ich jetzt nicht mehr. Die hier, genau. Und da unten seht ihr es auch, so sehen die Pads aus. Und ich benutze die halt für Toner aufzutragen, genau. Weil für abzuschminken und zu reinigen habe ich ja diese dickeren. Ich finde die sehr, sehr gut. Dann hat mein Mann eine Maske. Mein Mann hat eine Maske ausprobiert von Balea. Diese Hanftuchmaske. Intensive Feuchtigkeit mit Hanfsamenextrakt und Hyaluronsäure. Tuchmaterial biologisch abbaubar. Jeder Hauttyp. Tuch aus 70% Hanffasern. Der Duft ist grandios. Ich werde diese Tuchmaske wieder nachkaufen. Und diesmal ein paar mehr. Ist vegan. Ich fand den Duft grandios. Ich habe mir davon das restliche Serum rausgeholt und auf den Hals ein Dekolleté geschmiert. Und mein Mann hat ja die Maske benutzt. Und wir finden die sehr, sehr gut. Und die kaufen wir nach. Dann ging mein allerliebstes Deo leer von Balea. Parfüm Deodorant von Pink Blossom. 0% Aluminium. Ja, 24 Stunden. Langanhaltender, blumiger, frischer Duft. So, jetzt haben wir es. 150 ml, ist vegan. Kaufe ich immer nach. Davon soll es ja jetzt auch ein Schaumduschgel geben. Und das werde ich mir nächste Woche kaufen. Ja. So, und dann ging hier einmal leer von Bübchen. Shampoo und Duschgel 2 in 1 mit Himbeerspaß. Nummer 1 für Kids in Deutschland. Kein Ziepen, keine Tränen. Da waren 50 ml drin. Damit habe ich tatsächlich meine Hunde gebadet. Die haben schön nach Himbeere gerochen. Genau, also meine Hunde bade ich entweder nur mit Bübchenprodukte oder Hip oder so. Oder also nur als eigentlich normalerweise nur Bübchen und Hip. Ne? Weil, ja, riecht gut, ist halt auch gut und dann bade ich meine Hunde. Dann habe ich eine Maske gemacht von Balea, limitierte Edition. Ich weiß nicht, ob ihr die noch bekommt bei DM. Tuchmaske Chocolate Dreams. Spendet intensive Feuchtigkeit mit Kakaoextrakt und Mandelöl. Das Produkt ist auch vegan. Ja. Und zwar rede ich von der hier. Ja, ich fand die sehr gut. Ich habe die sogar noch einmal im Backup. Und ja, ich fand die sehr gut. Die hat nach Schokolade gerochen und hatte auch sehr viel Feuchtigkeit gespendet und hatte auch sehr, sehr viel Serum drin, was ich mir nachher komplett auf Hals und Dekolleté verteilt habe. Also ich finde die gut. Ich habe die nochmal. Dann hat mein Mann hier einmal aufgebraucht von Balea Man. Da waren 100 ml drin. Und zwar diese, diese Pomade 2 in 1 Bart und Haar Format und festigt für individuelle Looks. Und zwar rede ich von dieser hier. Genau.
Die hat mein Mann aufgebraucht, der hat damit sein Bart gestylt, seine Haare gemacht und der fand die sehr, sehr gut. Ja, dann habe ich hier was aussortiert. Und zwar ist das sehr, sehr alt. Das ist sogar von meiner Jugend noch. Und zwar von Essence, diese Eyeshadow, diese flüssigen Eyeshadows. Und zwar rede ich da von diesem kleinen Ding hier. Da kann man keine Aufschrift oder so mal gut erkennen. Und ja, war halt von Essence gewesen, kommt jetzt weg. Dann habe ich einmal von Essence dieses All About Matte Fixingspuder aufgebraucht. Da waren 8 Gramm drin. Fand ich sehr, sehr gut. Da unten sind sogar noch ein paar Krümel. Und dann werde ich mal wieder nachkaufen, falls es das noch gibt. Ansonsten muss ich ein anderes benutzen. Dann habe ich einmal aufgebraucht von Essence die Get Big Lashes Volume Boost Mascara. Und da waren 12 ml drin gewesen. Die fand ich sehr, sehr gut. Die hat ein dickes Bürstchen. Die hat die Wimpern schön aufgeschlagen, hat die schön getrennt und Schwung reingebracht. Die werde ich mir sehr wahrscheinlich wieder nachkaufen. Aber erstmal tue ich meine anderen aufbrauchen. Und dann habe ich hier zwei Mascaren. Also hier habe ich eine Mascara von Yves Rocher. Die Sexy Pulp aufgebraucht. Da waren, Moment, muss ich mal gerade mal gucken hier. Da kann man gar nicht mehr lesen, wie viel da drin waren. Doch hier, 9 ml. Und zwar, die habe ich aufgebraucht. Die fand ich jetzt nicht so gut von Yves Rocher. Die werde ich mir auch nicht mehr kaufen. Hoppala. Und die hier habe ich ausgemistet. Das ist fast dieselbe. Aber das ist eine blaue Wimperntusche. Und die habe ich fast eigentlich nur für Karneval benutzt. Nur die ist jetzt schon so, so alt. Und deswegen miste ich die jetzt aus. Die kommt jetzt weg. Und dann habe ich hier nur noch eine Duftprobe, die ich aufgebraucht habe. Die hatte ich mal in der Zeitschrift drin gehabt. Und zwar von Mugler, dieses Alien Parfüm. Tada! Das ist das Alien Parfüm, aber das ist schweineteuer, das originale Alien Parfüm. So sieht es aus. Da kostet dieses Parfüm 50 Euro. Und ich würde mir das sehr gerne irgendwann mal kaufen. Aber da gibt es ja dieses Tube zu von Balea, dieses Deo. Dasselbe Deo, aber nur in lila. Genau. Und ja. Oh, ich liebe dieses Alien-Parfüm und ich will das haben. Also irgendwann kaufe ich mir das. Also hier in dieser Probe waren 0,3 Milliliter drin gewesen. Das war gar nichts. Das war ja einmal hier so die Lasche hochziehen und raus und dann hier sprühen. Und dann ja, hast du einmal so eine Probe gehabt und ja, werde ich mir irgendwann kaufen. So, die Tüte ist leer. Das war mein Aufgebraucht-Video für Januar gewesen. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega drüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Mein Kanal vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Ich bin auf Instagram, das heißt ich Goldene Engel, schreibe ich euch in die Infobox. Und jetzt werde ich das Ganze hier mal wegräumen und morgen in den Mülleimer schmeißen. Und ich wünsche euch eine gute Nacht, weil wir haben es gleich schon 11:30 Uhr. Und ja, ich werde das Video aber noch hochladen jetzt. Und passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis dahin. Ciao.